Freunde, wir haben heute einen gesamten Tag lang nur türkisch gegessen. Von einem türkischen Frühstück über Geheimtipps bis hin zu weiteren türkischen Spezialitäten. Es war einfach nur lecker. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Video. Was ist das für ein schöner Tag heute? Es ist wunderschön. Es ist ein Tag, der nach verlangt, türkisch zu essen. Weil in der Türkei scheint die Sonne, wie jeder weiß. So, da vorne ist schon das Objekt unserer Begierde. Türkisches Essen in Deutschland bedeutet ja eigentlich nur Döner, ne? Hör mal auf jetzt. Das ist ja die größte Lüge. Guck mal, direkt alles, was das Herz begehrt. Ich glaube, wir machen eine Pide und einmal Menemen, oder? Ich bin gespannt. Ich auch. Wir bestellen. Das sind noch Frühlingsgefühle hier, oder? Ja. Sich morgens in die Sonne setzen, schön was frühstücken. Und wir haben wirklich eine sehr gute Auswahl getroffen. Falls ihr euch fragt, warum drehen wir dieses Video? Weil wir einfach Bock darauf hatten. Wir haben wirklich letztens darüber gequatscht. Türkisches Essen. Du hast so viele geile Optionen hier bei uns. Gerade in Köln. Da wollen wir uns einfach mal einen Tag lang gut gehen lassen. Bisschen das Wetter genießen. Bisschen die Vielfalt der türkischen Küche in Köln genießen. Mit so einer Pide und Menemen mit Sucuk machst du auf jeden Fall überhaupt nichts falsch. Wie lange gibt es den Laden schon? Seit 25 Jahren. 25 Jahre. Und was ist so das Beste, was man hier bestellen sollte? Pide? Pide, Menemen, ja? Suppe, okay. Alles. Ja, ich bin gespannt. Vielen Dank. Guckt euch diese Vielfalt einfach mal an. Wir haben diese beiden Gerichte hier bestellt. Und dann habe ich gefragt, habt ihr die Pide schon gemacht? Ich hatte doch mehr Bock auf Schafskäse und Spinat. Wie gut passt das jetzt gerade? Das ist keine Einblendung, sondern es ist echt geil. Das ist halt auch Köln, ne? Das ist Köln, ja. Und dazu viele mit Schafskäse und Spinat. Die haben wir noch bekommen, weil ich eigentlich umbestellen wollte. Da gehe ich, glaube ich, auch als allererstes mal rein. Anders als ich das kenne, hat man relativ wenig Rand und einen schönen dünnen Teig, was ich, glaube ich, sehr, sehr geil finden werde. Ich habe es noch nicht probiert. Let's try. Boah, wirklich sehr, sehr lecker. Ja. Schön knusprig, viel Füllung, wenig Teig im Verhältnis. Der Schafskäse hat eine geile Säure, frischer Spinat. Man sieht auch wirklich, ne? Manchmal ist der Spinat noch so ganz fein eingearbeitet, schon auch in den Schafskäse. Aber der wird hier frisch draufgelegt, wahrscheinlich kurz nach dem Backen. Und auch Unterschied ganz klar zur Pizza hier. Wir haben hier ja gar keinen Soßenboden in dem Sinne, ne? Also wir haben hier einfach Brot, Spinat, Käse. Sehr, sehr geil. Sehr puristisch, aber umso geiler dadurch, finde ich. Der Boah, guck mal von unten mal bitte. Das ist eine wunderschöne Bräunung halt auch. Ja. Ne? Und hier haben wir jetzt eine Pide mit Pastirma, also mit Rinderschinken, dann mit Ei, Gouda. Auch wirklich eine sehr, sehr geile Kreation. Man muss wirklich sagen, man sieht das schon. Ne? Ich esse ja jetzt gerade nicht und man sieht aber, dass dieser Teig ganz anders ist als jede Pide, die ich vorher gesehen habe. Ich habe noch nie so eine Pide gesehen, sage ich dir ehrlich. Ich habe auch selbst schon mal eine Pide gebacken. Das gefällt mir auch besser als das, was ich da selbst gemacht habe. Dieser dünne, knusprige Teig, wo der Rand wirklich schon fast wie bei einer Pizza noch so diesen gewissen Crunch hat. Einfach geil. Eine Sache, die hier natürlich auch noch steht und die wunderschön noch so leicht flüssig ist. Man merkt, hier wird mit viel Hitze und viel Öl gearbeitet. Einfach ein schönes Rührei. Sucuklu Yumurta. Damals auch für den Restaurantkritiker gemacht. Was soll ich euch sagen, Leute? Schmeckt wirklich geil. Und ich finde es auch ein geiles Gericht fürs Frühstück, weil du hast Teig, du hast was Warmes, du hast Ei dabei. Das ist wirklich eine sehr, sehr geile Kreation. Also türkische Küche hat einfach viel zu bieten. Wir dürfen natürlich auch nicht unser Sucuk Rührei außer Acht lassen. Ich mache das hier mal ganz klassisch. Und wir nehmen uns ein bisschen Ei, ein bisschen Sucuk. Wisch das an. Wie kann man das nicht essen wollen? Verstehe ich nicht. Drei Eier haben wir hier in der Pfanne drin. Die sind auch preislich vollkommen fair unterwegs. Jedes Gericht kostet so um die 10 Euro. Let's try. Hier ist die Welt noch in Ordnung, ne? Ich finde, das ist ein absoluter Geheimtipp hier. Weil das Essen spricht für sich. Deswegen vielen Dank, Brümi, dass du hier diesen Tipp geteilt hast auch. Aber, das ist ein Geheimtipp. Wir haben aber auch ja gerade Ramadan. Deshalb sind wenige gläubige Muslime hier. Ich meinte auch, ich habe gerade mit ihm gesprochen. Normalerweise ist es richtig voll. Aber ich glaube nicht, dass viele so von unserer Zielgruppe hierher kommt. Ja, safe. Also man ist hier oft der einzige Deutsche, wenn man das so sagen kann. Aber er ist wirklich krank. Ist ja ein gutes Zeichen eigentlich. Ja, das will man ja auch. Du willst der einzige Deutsche irgendwann. Du willst der einzige Deutsche. Für mich der perfekte Start in diesem türkischen Tag. Einfach eine Vielfalt. Du hast viele Geschmäcker. Sesam auf der Pide, Sucuk, die einfach schon sagen, okay, wir sind in der Türkei. Und da bleiben wir heute auch. Wir haben wirklich einige Köstlichkeiten rausgesucht, die wir noch genießen werden. Und mit diesem perfekten Frühstück haben wir den richtigen Grundton gesetzt. Ich konnte nicht anders. Was denn? Das siehst du doch. Komm, wir gehen, oder? Also Freunde, zum Abschluss noch ein Baklava bestellt, noch diese zwei Dinger dazu bekommen. Was willst du mehr? Kann man noch in den Tag starten. Sehr, sehr saftig. Zuckersirup gefüllt, frittiert. Diese türkischen Süßspeisen sind immer so süß, dass es wehtut. Blätterteig, Baklava. Sehr, sehr gut. Ah. 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 Ey. Frühstück ist ein bisschen her. Jetzt etwas essen würd ich. Keine Frage, war's natürlich türkisch. Ich hol mir ein Tantuni. Das schmeckt mir so gut wie nie. Ich hasse es, wenn du filmst und ich freestyle muss. Ja, das kann ich nie. Es ist Zeit fürs Mittagessen.
Aber es geht nicht immer nur essen, essen, essen. Du musst auch hydrated sein. Und da kommt er ab ins Spiel. Man guckt aus dem Fenster, Leute. Was passt besser zu diesen wunderschönen Frühlingsfarben als die neuen Air-Up-Farben? Blueberry habe ich ja schon in meiner Hand. Und Lavender ist eine weitere wunderschöne Farbvariation von unseren Lieblingstrinkflaschen. Das ist übrigens wieder die zweite Generation, welche wieder in 600 Millilitern und 1 Liter verfügbar ist. Sie ist natürlich auslaufsicher, spülmaschinenfest und dank des neuen Active-On-Systems, nehmen wir uns hier mal einen kleinen Pot, nicht? Ist das Hochziehen der Pots nicht mehr nötig, sondern ihr könnt jederzeit trinken. Boah, das riecht richtig krass. Und es schmeckt auch richtig krass. Probier mal. Ich bin ja gerade am Diät machen, ne? Deswegen Wasser trinken immer wichtig. Tüch. Ist krass, ne? Was ist das? Schokolade? Chocolate Orange, ja. Wie er funktioniert, retronasales Riechen und so, wisst ihr mittlerweile schon. Aber wusstet ihr auch schon, dass ich, seitdem ich er benutze, wirklich, tatsächlich und regelmäßig mehr trinke? Jetzt wisst ihr es. Und das ist unterm Strich natürlich extrem gesund und gut für meinen Körper. Unter anderem weisen einige Studien darauf hin, dass verstärktes Trinken von Wasser bei der Gewichtsreduktion helfen kann. Und belegt ist natürlich, dass sich viel Trinken positiv auf die Nieren auswirkt, aber genauso auf die kognitive Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit. Unterm Strich hast du also die Möglichkeit, dir selbst mit Air-Up etwas Gutes zu tun, musst dabei nicht mal auf Geschmack verzichten. Es gibt sowieso alle Geschmacksrichtungen von Pfirsich über Ananas hin zu Cola, whatever, wirklich was ihr möchtet, das gibt es auch. Deswegen checkt jetzt den Link unten in der Videobeschreibung oder scannt den QR-Code. Stay hydrated, checkt er ab. Und wir essen jetzt türkisch. Richtig. Wirklich, der schmeckt krass, der Chocolate Orange. So, Freunde, wir sind in der Kölner Südstadt. Hier vorne ist der Klotwigplatz und unweit vom Klotwigplatz ist Märzin Tantuni. Wir nennen das immer Tantuni-Haus. Und ich bin viel zu selten hier, denn hier gibt es eine Spezialität, die ist bei weitem nicht so bekannt wie der Döner, aber eigentlich genauso gut. Tantuni ist auf einer heißen Platte gegrilltes Hackfleisch, mehr oder weniger, welches in ein Brot gefüllt wird. Dazu gibt es dann noch ein bisschen Zitrone und so. Richtig, richtig lecker. Und das bestellen wir uns jetzt mal. Hinter mir befindet sich der Laden und was soll ich sagen, es sieht natürlich direkt auf den ersten Blick sehr authentisch aus. Ihr werdet gleich diesen Tantuni-Grill sehen, auf dem die das zubereiten. Wir halten es ganz simpel. Eric isst ein Tantuni, ich esse ein Tantuni. Wir lassen es uns gut gehen. Lass uns mal die Karte anschauen gemeinsam. Die 07 ist das, was man will eigentlich. Tantuni Somun, gebratenes Kalbfleisch in Baguette. Es gibt auch Köfte, Beiti Kebab, Adana gibt es hier, Tavukshish, also verschiedene Spießgerichte gibt es hier. Für mich gibt es hier nur eine Speise und das ist der Tantuni Somun. Tantuni ist dieser Grill, ne? Das ist kein Grill. Heißt nicht Fleisch, sondern nur Name. Das hier kommt Name, das laut Tantuni. Guten Appetit. Danke. Und da haben wir auch schon unseren Tantuni. Es ist wirklich eigentlich ein einfaches Gericht. Man hat dieses Baguettebrot, dann das Kalbshackfleisch vom Tantuni. Ihr habt es gehört, Tantuni, das ist das Geräusch. Hättest du das gedacht? Ich hoffe, gar keinen Fall. Dass es daher kommt? Ja. Nein, ich dachte, dass der Grill, oder? Ja, ja. Ist ja kein Grill, aber das ist halt eben dieses, diese Machart in dieser Schale. Dass das so heißt, aber ein paar rote Zwiebeln, bisschen Petersilie, Tomate, Sumak. Und es ist wirklich, ich habe es länger nicht gegessen, ne? Aber es ist so dieses, manche Sachen sind so super intens und deshalb richtig geil. Und andere Sachen sind so geil, weil man einfach so schnell so nachladen will, weil es einfach so man will. Ich probiere gerade einen guten Vergleich zu finden. So Erdnussflips. So, weißt du, man will immer schnell nehmen, weil man einfach so Bock darauf hat. Das ist ja jetzt ein Kalbsgehacktes. Das kriegt ja jetzt auch nicht so eine Geschmackswucht, wie es ein Rindfleisch. Genau, genau. Aber darauf einfach nochmal schön frische Zitrone. Richtig ordentlich rein. Es gibt immer noch diese grünen Chilis dazu. Die haben auch eine schöne Schärfe. Und dazu Tantuni. Zwischendurch die scharfe Chili, ein Schluck von dem kühlen Ayran, dieses knusprige Baguette mit dem leckeren Kalbfleisch. Hat gar nicht so diesen Fastfood-Charakter. Mhm. Und es ist wirklich einfach frisch, wohlschmeckend. Sehr geil. Boah, das Brot hat echt eine geile Konsistenz. Das ist so, das hat glaube ich, eigentlich ein viel größeres Volumen, aber auf dem Grill hat er das so platt gedrückt und warm gemacht. Boah, mir läuft wirklich krank das Wasser im Mund. Der erste Biss des Tages. Bernd würde jetzt so machen. Wisst du das? Ja, stimmt. Erster Biss des Tages. Das erinnert mich auf eine Art und Weise auch so ein bisschen an Fairhat. Weil es so puristisch ist, so, ne? So puristisch, aber auch einfach so, ja, es hat so das Gefühl, du isst was Gutes, so. Du tust ja was Gutes. Jetzt beiß mal in so eine Chili rein hier. Schön diese Schärfe wieder ablöschen. Ja, alles wieder gerade, um den nächsten Bissen hier im Tantuni zu genießen. Das ist die Holy Trinity. Ja, Mann. Aber das sieht auch crazy aus, finde ich. Wirklich, als hätte er gedacht, der Spot ist doch zu kurz. Ich bringe den Jungs noch schnell was raus. Tantuni Dürüm, das Fleisch vom Tantuni. Einmal eingerollt, gleiche Zutaten, sehr schönes, dünnes Format. Und ich glaube, da ist nur Fleisch drin und dieses Brot.
Boah, das ist wirklich, das ist so ein sensorisches Erlebnis, dieses Essen, weil wenn du diese scharfen Chilis isst, dann brennt deine Zunge so, dass sie mit der Temperatur von dem Fleisch reagiert und du Nase läuft, einfach dieser Schluck Ayran zwischendurch. Das ist auch so ein Ding, das hat man, ich glaube, in kleineren Städten gar nicht auf dem Schirm. Und in Großstädten, klar, ich glaube, in jeder Großstadt in Deutschland gibt es Tantuni, aber es ist trotzdem nicht so etabliert, wie es sein sollte, meines Erachtens. Das ist wirklich lecker. Ich finde, was man hier bei der Dürüm-Variante nochmal besser sieht, ist, wie krass hier das Fett auch arbeitet. Weil bei so einem Brot hat es natürlich viel mehr Masse, wo das Fett eindringen kann. Mhm. Und das verschwindet so ein bisschen im Brot. Aber hier am Dürüm, guck mal, die ganze Seite färbt sich schon rot, weil das so vollgesogen ist mit Fett. Und wenn du den einmal hochhebst, guck mal, sieht man es hier unten auch schon. Da läuft es halt raus. Ja. Ne? Aber das ist halt alles Geschmack und... Das ist ein brutales Ding. Ich glaube, das hier ist sogar noch krasser. Ja, für mich ist das hier halt schon so ein bisschen so ein Signature-Ding. Also ja. Das liebe ich halt. Ich finde auch, das schmeckt halt so wolkig so, ne? Meine ganze Hand. Ja, ja. So total weich und soft. Boah, das kann man sich so geil reinziehen. So kann auch ein Frühlingstag aussehen. Wunderschön. Jetzt ein bisschen die Beine vertreten, das schöne Wetter genießen. Und heute Abend wird es nochmal richtig special. Natürlich darf die Venloer Straße nicht fehlen, wenn wir über türkisches Essen in Köln reden. Obwohl hier Kebabland ist, begeben wir uns zu einem anderen Laden, denn ich möchte jetzt unbedingt ein paar leckere Mante essen. Und wer das nicht kennt, der wird gleich mehr wissen. Im Prinzip gibt es die Weidengasse, die Venloer Straße und die Kolbstraße, welche allesamt für türkisches Essen stehen. Und eine der drei Straßen müssen wir unbedingt besuchen. Wir sind jetzt auf der Venloer Straße. Lezizel Mante, da habe ich schon ganz häufig bestellt. Ich war noch nie im Restaurant drin. Ja, einfach ein leichtes Gericht, schöne Mante mit Joghurt. Wie kann man den Tag besser ausklingen lassen? So einen schönen Frühlingstag. Suchen wir uns einen gemütlichen Platz. Ja, da sind wir doch schon. Los geht's. Die Fahrradterroristen sind wieder unterwegs. Ich finde, das Video heute hat wirklich einfach nur wunderschöne Visuals. Man hat wieder Freude. Wenn ihr das fühlt, schreibt es auf jeden Fall einmal in die Kommentare. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, ist kostenlos und schmeckt gut, ne? Das hier habe ich mir bestellt. Mein Name Max. Für hier Rind, große Portion, Joghurt mit Knoblauch und dazu Butter-Paprikasauce. Ich glaube, das ist die ganz traditionelle Art und Weise, wie man Mante genießt. Hier gibt es auch noch die Möglichkeit, Mante-Bowl zu bestellen, dass man dann quasi mit Gurkensalat, Karottensalat, Toppings das Ganze bestellt. Wollen wir aber nicht. Wir wollen es ganz klassisch. Das heißt, ich bringe das einmal nach vorne und dann komme ich wahrscheinlich auch gleich schon wieder mit den Mante zurück. Oder sie werden uns gebracht. Auf jeden Fall wird es gleich richtig schön lecker. Deshalb, ich gehe mal rein. Oh, ui, Premium. Boah, darauf habe ich Todesbock jetzt. Hier haben wir sie, also unsere ganz klassischen Mante. Einfach diese kleinen Teigtäschchen gefüllt mit Rindfleisch, dazu Knoblauchjoghurt und obendrauf Paprikabutter. Es ist wirklich im Prinzip ein recht einfaches Gericht, aber ich habe richtig Bock darauf. Ich finde, das geht in so eine ähnliche Richtung wie auch bei Tantuni. So, man will das auch einfach immer weiter und weiter essen, weil es nicht so super intensiv ist, gerade durch die Joghurt und so. Aber es ist einfach ein geiles Gericht. Die sind geil gefüllt, die sind auch so ein bisschen klebrig, so dieser Teig außenrum. Was soll ich sagen? Ist richtig geil. Aber ich könnte das so wegschaufeln. Hier unten einfach so dieser Pool. Aber genau so muss es sein. Auch ja. Die leichte Schärfe. Das ist halt auch ein Vorteil von Köln, dass es hier halt so eine Vielfalt gibt. Und genau. Nicht nur klassisch authentische Läden, sondern auch solche jüngeren Konzepte wie hier. Dinge, worauf man Bock hat. Genau so muss das aussehen, würde ich sagen. Mhm. Und rinn in die hohle Birne. Eine Sache verstehe ich nicht ganz. Mhm. Ich finde wirklich leicht ist das Gericht jetzt nicht. Doch, die Joghurt. Ja, aber mit der Butter und mit den Paste. Ja, aber es ist so, man denkt ja auch, Sahne ist leicht. Ja, ist ja. Leicht. So checkst du, das ist so dieses Fake leicht. Weißt du, was auch das richtige Wort dafür ist? Für dieses Geschmacksprofil davon? Sag es. Vollmundig. So, das erfüllt komplett deinen Mund. Wunderschön. Während wir hier unseren Chai trinken und den Abend mit Mante ausklingen lassen, würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wir haben drei sehr, sehr coole türkische Restaurants heute gesehen, lecker gegessen. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob wir das mit einem anderen Land mal machen sollen, mit einer anderen Landesküche. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao.